So, dann habe ich jetzt die große Herausforderung, in 15 Minuten das große Thema OKRs zu beschreiben. Noch dazu nach einem so tollen Vorredner, der die validen Punkte gegen PowerPoint und reine Wissensvermittlung geteilt hat. Ich habe ganz hübsche PowerPoint-Folien und Simon meinte, das sind viel zu viele Folien. Ich probiere es trotzdem, ja. Ganz kurz zu uns, beziehungsweise auch, worüber ich sprechen würde. Ich glaube, interessant in der Formatierung, 111. Warum OKRs? Alle Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die OKRs einführen oder die dann auf uns zukommen und das schon vor einer Weile eingeführt haben, scheitern am Anfang daran, ihren Mitarbeitern überhaupt zu erklären, warum machen wir denn jetzt schon wieder was? Hier, Scrum haben wir doch erst gemacht, die ganzen Buzzwords, warum machen wir das jetzt? Ja? Also warum ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe den Eindruck, ganz vieles wurde gerade jetzt schon gesagt und ich glaube, ich muss euch davon auch nicht überzeugen, warum sich hier was tun muss. Trotzdem ist, glaube ich, wichtiger, über Prinzipien hinter Frameworks zu sprechen, als über die Methode zuerst. Nur dann kann man sie souverän nutzen und auch wirklich so nutzen, dass sie zu einem passen und einem die eigenen Probleme lösen helfen. Dann, was sind eigentlich OKRs und wie setze ich gute OKRs? Wie funktioniert ein OKR-Prozess? Und Punkt 1, also Punkt 4, ist eigentlich gesagt nur ein Add-on. Ich glaube nicht, dass wir in den 15 Minuten dazukommen werden, aber dazu können wir dann gerne nachher noch sprechen, weil OKRs, ich glaube, wenn man Zielmanagement sagt, ist einem selten bewusst, wie viele Wirkungsebenen OKRs eigentlich haben, wie umfassend das ist, wie sehr es wirklich in Wertschöpfungsprozesse geht, wie sehr es ans Organisationsstruktur geht. Die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die OKRs einführen, wirklich unternehmensweit, für die ist das immer auch ein Organisationsentwicklungstool und ein Analysewerkzeug für die Organisation. Darüber möchte ich gerne sprechen. Nur eine Minute, damit ihr das einordnen könnt, wurde schon so vorgestellt. Ich bin einer von drei Gründern von Workpath. Wir sind ein Münchner Softwareunternehmen und wir führen agile Steuerungsprozesse in Unternehmen ein. Mir ist aber immer wichtig, das zu betonen, wir sind keine OKR-Jünger, wir laufen nicht irgendeiner Methodik blind hinterher. Uns geht es immer um die Prinzipien dahinter. Ja, wir kommen aus der digitalen Welt, wir sind mit Methoden wie Scrum und OKRs aufgewachsen und wir sind angetreten mit der Mission, das in Unternehmen zu bringen, die da vielleicht noch nicht so nah dran sind, in große Unternehmen. Und uns geht es immer darum, selbstorganisierte Teams, autonome Teams, die sich um gemeinsame Ziele, um gemeinsame Wertschöpfungspunkte organisieren können, möglich zu machen, ein neues strategisches Betriebssystem zu installieren. OKR ist ein Weg dorthin, aber wie gesagt, bitte das nicht religiös verstehen, wie es dann auch oft passiert. Genau. Also, das wurde zu Genüge gesagt, deswegen gehe ich da maximal 20 Sekunden ein. Ich glaube, das haben wir alle, diese Bilder haben wir gesehen, das ist unser zentrales Schaubild, mit dem wir immer arbeiten. Wir alle kennen unser klassisches Ziel- und Performance-Management. Das ist eine totale Farce. Die meisten Unternehmen, die auf uns zukommen, sagen Ziele. Da war gerade auch ein schönes Beispiel vom Moderator. Das ist eigentlich eine lebendige Leiche. Das kostet uns wahnsinnig viel Zeit. Keiner unserer Mitarbeiter, keiner unserer Führungskräfte versteht, warum wir das noch machen. Bürokratisch aufwendig. Ja. Und das liegt daran, dass es an den Reporting-Linien ausgerichtet ist. Dort oben entwickelt jemand eine Strategie und dann kaskadiert das ein, zwei Monate nach unten. Und wenn das unten bei den Leuten ankommt, sind es erstens nur noch Aufgaben. Keiner weiß in seinem Silo, wer eigentlich der Kunde ist. Und eigentlich ist es schon längst überfällig, weil in den 2 Monaten, wo das hier durch den Konzern gesickert ist, ist das alles schon wieder ganz anders. Ja. Und gleichzeitig gibt es immer mehr Studien dazu, die zeigen, in der Hierarchie passiert eigentlich gar keine Wertschöpfung mehr. Ja, eigentlich gibt es überall schon Netzwerke. Jedes Unternehmen, das es heute noch lebt, ist auf eine gewisse Art und Weise eine Netzwerkorganisation. Die ist nur nicht sichtbar. Ja, die schifft irgendwo an der Hierarchie vorbei, umher. Und unser Anspruch, und das kann OKRs bieten, ist im Prinzip diese zweite Ebene, die Wertschöpfungsstruktur, das Netzwerk, wo Menschen nicht in funktionalen Silos zusammenarbeiten, sondern um gemeinsame Ziele, um Wertschöpfung für den Kunden herum, das sichtbar und steuerbar zu machen. Und das kann der OKR-Prozess ermöglichen. Ja, ein OKR, ein Objective und Key Result, ein Ziel, auf das man gemeinsam hinarbeitet, ein Kunden- und ein nutzenorientiertes Ziel, wo wir alle Menschen, die da irgendwie damit wirken müssen, in eine solche Netzwerkstruktur um das Ziel herum organisieren können. Wer hat schon von OKRs gehört, beziehungsweise wer, okay, erst, zweite Frage dann, okay, wer hat das in seinem Unternehmen schon gesehen? Wo gibt es Experimente, wird das gemacht? Okay, dann vielleicht nochmal so die Hälfte von denen, die es schon mal gehört haben. Dann deswegen kurz, was sind OKRs überhaupt? So ein paar Building Blocks, weil ich glaube, wenn man OKRs hört, die meisten sagen, ah, Ziele habe ich schon gemacht, Smart Goals kenne ich ja seit 30 Jahren. Deswegen so ein paar der wichtigsten Bausteine in der Definition, wie wir sie immer nutzen. OKRs ist ein empirisches Prozessmodell, ein bisschen wie Scrum. Wir haben es gerade darüber gehört, ein bisschen die Kernprinzipien,
kurze Zyklen, schnelles Iterieren, der Fokus auf das Lernen ist ein empirisches Prozessmodell. Und viele sagen, OKRs ist ein bisschen wie Scrum für alle, was ich würde sagen, ist ein bisschen kurz gefasst, aber im Prinzip ein empirisches Prozessmodell, was in kurzen Sprints einen Fokus auf das Lernen, das schnelle Anpassen, das Iterieren legt. Das ist, glaube ich, schon mal der wichtigste Punkt. Und demzufolge geht es um kontinuierliche Entwicklung. Wir schauen uns am Ende kurz noch den Zyklus an, wie funktioniert so ein OKR-Prozess über 3 Monate, über 12 Wochen. Es geht um das ständige Weiterentwickeln, nicht nur der Ziele inhaltlich, passen unsere Ziele noch, sondern auch des Steuerungsprozesses, passt unser Prozess noch zu uns. Und zwar nicht nur in meinem Scrum-Team on the ground, im operativ Arbeitenden, sondern wirklich am strategischen, der strategischen Ebene, wie Teams zusammenarbeiten, wie Strategie in die operativ arbeitenden Teams dann übersetzt wird. Und hier der letzte Punkt im ersten Block, Critical Thinking. Ich würde sagen, das ist der wichtigste Baustein. OKRs ist ein Critical Thinking Framework, ein Rahmenwerk für kritisches Denken, was Teams in die Situation versetzt, überhaupt strategisch zu denken. Das ist ja eine Fähigkeit, die in den meisten Unternehmen überhaupt nicht eingefordert wird, und die klassischen Zielvereinbarungen haben das eigentlich über Jahrzehnte tot gemacht. Ja, man kriegt da Aufgaben nach unten gereicht, aber dass ich als Team zusammenkomme, kollaborativ drüber nachdenke, wer ist eigentlich unser Kunde? Und was ist der Nutzen, den wir schaffen für unseren Kunden? Und wie können wir dieses Outcome messen und nicht, ah, jetzt müsst ihr das Feature bauen und jetzt müssen wir das machen. Das klingt so banal und wie gesagt, ich glaube, ich muss hier keinen davon überzeugen. Aber wir erleben das bei all unseren Kunden, wie unglaublich schwer das Teams in großen Unternehmen, in gewachsenen Strukturen fällt, überhaupt zu sagen, wer ist eigentlich der Kunde und was für Nutzen schaffen wir für den. Ja. Deswegen Critical Thinking Framework, das bezieht für mich auch mit ein, es ist gar nicht so wichtig, ob ich das perfekte Ziel formuliere, und es ist auch nicht so wichtig, ob ich 80%, 90% oder 100% erreiche nach 3 Monaten. Es geht um den Prozess dorthin. Ja? Es geht darum, dass wir uns diese kritischen Fragen als Team überhaupt stellen, und in der Diskussion entsteht die Annäherung, entsteht die Kundenorientierung, entstehen auch neue Ideen. Wenn wir nämlich nicht nur Features und To-Dos definieren, sondern wirklich Outcomes, dann entstehen manchmal auch ganz neue Ideen, wie man vielleicht zu diesen Outcomes kommen kann. Ja. Also OKRs als Critical Thinking Framework, wenn in diesen 15, 20 Seiten eins bleibt, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in der Definition. Und das habe ich schon gesagt, es geht am Ende um eine Befähigung, es geht um eine Befähigung von Individuen und von Teams, dass sie besser in solchen agilen Netzwerkstrukturen funktionieren können. Ja, weil agile Netzwerkorganisation funktioniert nur, wenn sehr viel mehr in die Teams und in die Hand der Individuen gegeben wird. Das heißt, es müssen neue Kernkompetenzen entwickelt werden, die im klassischen tayloristischen Modell eher unterdrückt oder zumindest nicht gefordert waren. Ja. Und das ist für mich OKRs. OKRs ist auch ein Lernwerkzeug, diese Kompetenzen zu vermitteln. Ein strategisches Werkzeug, was man Teams an die Hand geben kann, dass sie diese Fähigkeiten überhaupt erst erlernen können, um dann besser zusammenarbeiten zu können in diesen Netzwerkstrukturen, sich besser fokussieren zu können, in einem iterativen und messbaren, outcome-orientierten Prozess. Genau, und dann gibt es ein paar Qualitätskriterien. Und das startet immer mit, sich bewusst zu machen. Und da sind wir dann, glaube ich, bei dem Punkt, Simon hatte mich gebeten, wirklich auf das Individuum sich zu konzentrieren und auf persönliche Ziele. Ich glaube, was OKRs vom klassischen Zielmanagement unterscheidet, dass sie jetzt wirklich zuerst mal damit anfängt zu sagen, okay, was wollen wir hier eigentlich erreichen? Und es geht genau in die Richtung Herz und Verstand. Wie wir in den Trainings das immer erklären, ist ein bisschen vereinfacht natürlich, aber die beiden Gehirnhälften, wie auch vielleicht Simon Sinek, den sicher auch fast jeder hier kennt, das erklärt, es gibt einen Teil unseres Gehirns, der ältere Teil des Gehirns, der wird von Emotionen, von Storytelling, von Geschichten, wo will ich eigentlich hin, warum mache ich was, angesprochen. Und es gibt einen neueren Teil des Gehirns, der in heutigen verstanddominierten Gesellschaften unserer Wirtschaft sehr wichtig ist, wo es um Rationales geht, wo es um Quantitatives geht. Ja, und das zusammenzubringen, die eine Gehirnhälfte anzusprechen, die sich von Storytelling, von wo will ich hin, was für Nutzen schaffe ich, warum gibt es mich überhaupt, das in einem Objective zu formulieren, in einem Ziel, und das aber auch zu ergänzen, ganz rational und ganz quantitativ messbar, wie messe ich, ob ich dorthin komme, das ist eigentlich, was man mit den Qualitätskriterien von guten OKRs schaffen kann. Ja? Also emotional und im Verstand sich selbst zu steuern und dann auch Teams zu steuern, dass man nicht nur motiviert ist, sondern auch weiß, in welche Richtung arbeiten wir. Ja? Ich glaube, das ist das beste Bild, wie man zeigen kann, das sind eigentlich verschiedene Ebenen, die hier zusammenkommen. Und ich habe es gerade schon gesagt, das kennen wahrscheinlich die meisten, Why, How, What, der goldene Kreis von Simon Sinek. Und die wenigsten sehen das im Kontext von OKRs. Ja? Aber im Prinzip ist genau das,
was OKRs in die gemeinsame Steuerung, in die Zusammenarbeit bringen können, in das Betriebssystem der Organisation. Die meisten Zielsysteme, die wir sehen, haben eigentlich fast nur das What. Ja, das sind mehr oder weniger messbare Dinge, die getan werden sollen im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr. OKRs wollen das Why und das How erklären. Das Why, warum arbeiten wir die nächsten 3 Monate? Ja, was ist der Purpose von dem, was wir tun? Was ist der Nutzen, den wir hier schaffen wollen? Ein Outcome. Und wenn ich weiß, wer ist mein Kunde und was ist der Nutzen, den ich da schaffe? Was ist mein strategischer Beitrag vielleicht auch im Unternehmen gesehen? Dann habe ich einen ziemlich starken Purpose. Ja. Und Objectives definieren dann nicht, was mache ich, um diesem Why gerecht zu werden, sondern sie definieren, wie messe ich, ob ich dieses Why erreiche, ob ich mich diesem Why nähere, ob ich dieser Sinnhaftigkeit, diesem Zweck gerecht werde. Ja. Und das ganz im Sinne der Agilität, und das lässt sich sehr gut vereinbaren und zusammenbringen mit Scrum. What, was mache ich denn, um dem gerecht zu werden? Das definiere ich alle 2 Wochen und kann auch alle 2 Wochen neu, zum Beispiel in meinen Sprint-Plannings mit Scrum, definieren, was probieren wir jetzt, was tun wir jetzt, was setzen wir um überhaupt diesem How und dem Why gerecht zu werden. Und so kann man OKRs sehen. Ja? Ein Objective, ein Ziel, ein qualitatives Ziel, das das Why beschreibt, wird begleitet von mehreren Key Results, die sagen, so messen wir, ob wir dieses Why erreichen. Und das What, das sind Aufgaben, das sind Tasks. Das kennen wir alle, aber das kommt hier bewusst am Ende und da lässt man sich Flexibilität, das auch zu ändern. Genau. Und hier würde ich nicht mehr ins Detail gehen. Es gibt eben, und darüber können wir dann im Nachgang gerne sprechen, es gibt einfach ein paar Qualitätskriterien, ein paar Handlungsempfehlungen. Was sollte ein gutes Objective und was sollte ein gutes Key Result erreichen? Und ich habe noch nie ein OKR gesehen, was all diese Kriterien trifft. Aber es ist eben ein Framework für dieses kritische Denken, dass man sich im Team immer wieder daran erinnert, wenn wir uns Ziele setzen als Team oder wenn ich mir als Individuum ein Ziel setze für meine nächsten 3 Monate. Es gibt Menschen, die das auch im privaten Umfeld tun und sich private OKRs setzen. Dann an diese Kriterien zu denken. Ja? Warum mache ich das eigentlich? Also, was ist der Customer Value? Ich selbst kann der Customer sein, es kann ein anderes Team sein, es können Kollegen sein, es sind hoffentlich auch regelmäßig Kunden des Unternehmens. Aber wer ist der Kunde und was ist der Nutzen davon? Das muss in einem guten Objective drinstecken und die meisten Zielsysteme, wie gesagt, die man sieht, die ignorieren das komplett. Ja. Und es beschreibt dann im Sinne von Why und im Sinne dieses erstrebenswerten Zustands in der Zukunft, wo wir da eigentlich hinwollen. Ja. Und wie gesagt, es gibt da noch ein paar weitere Punkte. Es geht um Fokus. Das wurde vorhin angesprochen als eine der Rahmenbedingungen für Bestehen in einer VUCA-Welt. Maximal 1 bis 3 Ziele empfehlen wir eigentlich immer einem Team oder einem Individuum. Es geht darum, dass es bewusst qualitativ ist. Keine Zahlen, keine Metriken, weil der Teil des Gehirns, den wir mit dem Objective ansprechen wollen, der ist nicht gut mit Sprache und der ist noch schlechter mit Zahlen. Das heißt, es geht um eine emotionale Aktivierung, um ein einfaches Storytelling. Wo wollen wir hin? Das ist Teil 1, das Objective. Und im Key Result ähnlich messbar gemachte Metriken. Wie messen wir, ob wir diesem Why gerecht werden, ob wir diesem qualitativen Zielzustand gerecht werden? Und auch hier wieder ganz, ganz normal in den meisten Unternehmen, die dann OKRs setzen, die Key Results sind erstmal nur Tasks, Meilensteine, weil wir das alle nie gelernt haben, wirklich outcome-orientiert Ziele zu setzen. Das heißt, von dem Wert, den wir schaffen wollen, auszugehen und dann zu sagen, okay, wie messen wir diesen Wert und sich da nicht vom Neokortex überrumpeln zu lassen und wieder zu sagen, ja, dann mache ich das und das und das, sondern zu fragen, aber wofür mache ich das denn eigentlich? Was ist das Outcome von dem, was ich machen will? Das ist der wichtigste Punkt in den Key Results. Ja. Und dann auch hier wieder den Fokus zu haben, maximal 2 bis 3 Metriken. Wie messe ich, ob ich diesen Kundennutzen geschaffen habe, für mich selbst, für einen externen Kunden? Und ist es wirklich messbar oder ist es nur etwas, wo ich mich so ein bisschen rumdrücke und schon im 2. Monat eigentlich gar nicht mehr genau sagen kann, woran ich da bin? Ja. Also ich würde sagen, die Qualitätskriterien für Key Results im OKR-Framework sind auch eine Lernmethode, ein Lernwerkzeug für Teams, um überhaupt kennzahlengetriebenes Arbeiten für sich selbst zu erlernen. Und das, im Prinzip, werde ich hier nicht ins Detail gehen, aber viele kennen das, wenn man so ein bisschen abstrahiert, es ist schon vergleichbar mit dem, was wir vorhin gesehen haben, wenn man sich Scrum anschaut, Plan, Do, Act. Im Prinzip sehen wir, hier sind alle Bausteine, die man aus jedem agilen Prozess kennt. Ja? Man setzt Ziele, es ist ein sehr iterativer Prozess über 2 bis 3 Wochen. Man muss sich da Zeit lassen, man muss diskutieren, man muss in viele Einzelgespräche gehen, um seine eigenen Ziele gemeinsam abzustimmen, immer wieder zu iterieren. Das kann nicht in einer Session passieren. Und jeder Zyklus, üblicherweise 12 Wochen, hat dann auch eine Retrospektive, wo man versucht, den Prozess besser zu machen.
für sich, für sein Team, für die Organisation. Und er hat eine Review, wo man in kurzen Abständen evaluiert, haben wir jetzt das geschafft, was wir geschafft haben wollen, diesen Outcome geschaffen. Müssen wir das mal mitnehmen in den nächsten Zyklus oder müssen wir das anpassen? Ja? Also es ist ein empirisches Prozessmodell, was auf schnelles Lernen, schnelles Anpassen setzt. Und das kann man, glaube ich, sehr analog zu anderen Frameworks, um die es heute geht, setzen. Mit Blick auf die Uhr, da ist ein rotes Pferd jetzt, was auch immer das heißt. Ich fühle mich ein bisschen wie ein rotes Pferd, es ist gestorben, genau. Ich glaube, wir sind mit den wichtigsten Themen durch. Dankeschön. Danke, Johannes.